Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer-Coach und Führungstrainer in Aachen. Viele Unternehmen suchen händeringend nach neuen Mitarbeitern. In vielen Branchen suchen sich heute die Fachkräfte den Arbeitgeber aus, nicht umgekehrt. Dabei recherchieren diese Fachkräfte nach Arbeitgebern im Internet, auf Xing, Facebook und Co. Worauf müssen gerade auch kleine Unternehmen achten, wenn sie versuchen, über Social Media Mitarbeiter zu rekrutieren? Wie können Sie aktives Employer Branding und Recruiting betreiben, und zwar dort, wo sich heute Ihre zukünftigen Mitarbeiter aufhalten? Also im Internet, auf Xing, LinkedIn, Facebook und Twitter. Über diese Thematik habe ich mit Frank Beermann gesprochen. Er hat sich intensiv mit Social Media für die Personalwirtschaft beschäftigt. Heute setzen zwar schon viele Unternehmen in ihrem Marketing-Mix auf Social Media, aber auch dem Personalmanagement steht eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten zur Verfügung, die häufig, gerade von kleinen Unternehmen, noch gar nicht genutzt werden. Wie diese sinnvoll für Recruiting und Employer Branding eingesetzt werden, darüber hat Frank Beermann ein Buch geschrieben. Der Titel: Social Media im Personalmanagement. Facebook, Xing, Blogs, Mobile Recruiting und Co. erfolgreich einsetzen. Im folgenden Interview spreche ich mit ihm darüber, worauf besonders ein kleines Unternehmen Wert legen sollte, wenn es sich im Social Media Bereich bewegt. Welchen Aufwand muss man veranschlagen für solche Social Media Aktivitäten? Wie weit ist die Unternehmenskultur entscheidend für den Erfolg und wie sollten Social Media Guidelines aussehen? Welche Risiken birgt das Recruiting auf den Social-Media-Kanälen? Hier mein Gespräch mit Frank Beermann, worauf Sie bei der Mitarbeitersuche mit Social Media achten sollten. Ja, schönen guten Tag, Herr Beermann. Guten Tag. Wie kommt es eigentlich, dass Sie sich so intensiv mit Social Media und dann speziell für Personaler beschäftigt haben? Ich habe schon 2005, 2006, damals hieß es noch nie Social Media, sondern unter dem Begriff Web 2.0, da habe ich mich schon dafür interessiert. Das fand ich faszinierend, diese neue Art des Internets, dann die einzelnen Kanäle dann dazu kamen, wurde es immer mehr und ich habe mich immer mehr damit beschäftigt und habe quasi dann meine Passion zum Beruf gemacht. Wie gesagt, ich bin also, wenn man kann sagen, einer der Pioniere im Social Media Bereich. Mhm. Seit 2006 bei Xing dabei, seit 2006 schon Blogger. Was ist jetzt für den Personaler so ganz speziell wichtig bei Social Media? Welche Social Media Kanäle sind für die Personaler besonders entscheidend? Was würden Sie da sagen? Man muss da ein bisschen unterscheiden. Und zwar habe ich vier grundsätzliche Kategorisierungen im Bereich Social Media für Personaler. Nämlich zum einen nenne ich das aktives Recruiting, also das, wo man tatsächlich die Stellenanzeigen schaltet. Also da, wo man sich präsentiert in den Jobportalen und bei Xing und überall. Dann gibt es eben noch die zweite wichtige Schiene, das ist das nenne ich passives Recruiting oder Social Employer Branding. Das ist da, wo man die Arbeitgebermarke im Internet und dann eben speziell auch im Social Media Bereich aufbaut und pflegt. Das ist halt auch neu. Man muss sich letztendlich da als Unternehmen dann orientieren und muss da bekannt werden und muss sich da einen Namen schaffen. Das ist sozusagen der zweite Bereich. Und da gibt es wieder andere Kanäle, die das machen. Und dann gibt es natürlich noch das reaktive Recruiting, so nenne ich das, kann man auch als Monitoring bezeichnen. Mhm. Man kann eben auch im Markt reinhören mit Werkzeugen und Tools und dann rauszufinden, wo wird zum Beispiel über mein Unternehmen oder meine Branche, wenn man zum Beispiel spezielle Ingenieure sucht, wo wird darüber geredet und kann dann ganz gezielt die Leute ansprechen. Okay. Die dann zum Beispiel sagen, die diskutieren da in dem Forum oder sowas über das Thema, keine Ahnung was, Softwareentwicklung. Und dann kommt als letzter Punkt das proaktive Recruiting oder auch Active Sourcing genannt. Da ist es so, dass man die Kandidaten sucht, die eigentlich gar keinen Job suchen.
Also das ist nicht interessant, weil wenn ich Stellenanzeige schalte... Das ist quasi wie der Headhunter. Ja, genau, genau. Genau, der tut eigentlich das Gleiche. Wenn ich normalerweise Stellenanzeigen schalte, ob es in der Zeitung ist oder wenn ich auf eine Messe gehe und da die Leute kommen, das sind immer diejenigen, die eigentlich einen Job suchen. Ja, aber es gibt ja ein Riesenpotenzial von Fachkräften und von Führungskräften, die letztendlich erstmal aktiv überhaupt nicht suchen, die mit ihrem Job zufrieden sind, die aber bei einem attraktiven Angebot vom Wettbewerb zum Beispiel wechseln würden. Mhm. So. Und es gibt halt dann Tools, und da gibt es letztendlich nur zwei Tools, das Xing und von LinkedIn, gibt es jeweils ein Tool, wo man diese Leute identifizieren kann. Durch bestimmte Filterfunktionen, also, da suche ich mir einfach nach bestimmten Filtern raus, das sind Fachkräfte für den und den Bereich, den ich brauche, und die kann ich dann aktiv ansprechen. Das darf ich dann auch datenschutzrechtlich. Ne? Ich kann die also ansprechen und kann dann nicht unbedingt sofort direkt mit der Tür ins Haus fallen und sagen, ich habe einen Job für dich, sondern eher mal, wir sind Unternehmen XY, wir bieten das und das, wäre das vielleicht mal interessant, und dann baut man da eine Beziehung auf. Mhm. Und irgendwann kann es dann sein, dass man sagt, okay, jetzt können wir dem ein Angebot machen, ein attraktives, und bewirbt den quasi ab. Wenn ich das richtig verstehe, ist das aber ein speziell für Unternehmen oder für Personaler eine Möglichkeit, bei Xing und bei LinkedIn sowas zu schalten. Wenn ich als Führungskraft in Xing bin, dann habe ich solche Möglichkeiten ja nicht. Nein, also es geht ganz, ganz, ganz begrenzt auch mit der normalen Mitgliedschaft, aber da ist ja also sehr, sehr mühselig, wenn man sich die Leute einzeln da raussuchen muss. Ja, also diese Mittel bei Xing heißt das zum Beispiel Talent Manager. Ja? Okay. Und bei LinkedIn heißt, glaube ich, LinkedIn Recruiter. Diese Tools, die kosten auch viel Geld, die kosten also, ich glaube, 300 oder 400 Euro im Monat, die man zusätzlich bezahlen muss. Das ist dann eine Unternehmenslösung, wo mehrere Recruiter in dem Unternehmen daran arbeiten können, und die stellen ganz spezielle Tools zur Verfügung für diesen Bereich. Das ist aber dann interessant für größere Unternehmen. Ja, ne? ja. Wie sieht das jetzt aus, wenn ich so ein kleiner mittelständisches Unternehmen mit 50, 60 Mann bin? Was hat sich für mich geändert? Was muss ich beachten, wenn ich neue Mitarbeiter suche? Also was hat sich eigentlich in der Personalwirtschaft geändert? Und warum funktionieren viele von den alten Methoden nicht mehr so? Also wie komme ich als kleiner Mittelständischer über Social Media an neue Mitarbeiter? Also zunächst einmal ist es so, dass es oft ein Irrglaube ist, dass die alten Methoden gar nicht mehr funktionieren. Also man muss Social Media als Ergänzung sehen, und nicht als Ersatz. Also es ist natürlich so, dass auch immer noch ein gewisser Grad in die Zeitung schaut, oder auch hier Hochschulrecruiting oder Messerecruiting funktioniert natürlich auch noch. Aber immer schlechter, das ist klar. Also wenn man sich die Anzeigenumsätze bei den Stellenanzeigen anschaut, die brechen ein. Mhm. Das liegt natürlich daran, dass wir eine Generation von Fachkräften, Führungskräften, von Studenten bekommen, die nicht mehr so viel Zeitung lesen, die sich viel mehr im Internet den ganzen Tag aufhalten, die mit ihrem Handy im Internet sind, mit ihrem Tablet, und die einfach sich viel mehr in den Medien informieren als in der Zeitung. Und das ist genau das, was sich eben verändert hat. Man muss letztendlich die Leute da abholen, wo sie sich eben aufhalten. Und das ist im Internet. Das heißt, ich muss meine Arbeitgeberpräsenz und auch meine Stellen und natürlich alles, was dazugehört, ins Internet verlagern. Und dann speziell nicht nur im Internet, sondern auch in sozialen Netzwerken. Wenn ich jetzt ein kleines Unternehmen habe, ich habe 50, 60 Mitarbeiter, was würden Sie sagen, ist für mich, ich bin Maschinenbauunternehmen beispielsweise, wo sollte ich unbedingt darauf achten, dass ich aktiv unterwegs bin? Welchen Plattformen? Man soll natürlich nicht direkt zu Beginn alles machen, das ist auch klar, weil sonst verzettelt man sich, und es ist natürlich auch wirklich auch Zeitaufwand, das darf man auch nicht verschweigen. Man muss sich natürlich ein bisschen fokussieren, schauen, was kann man leisten als Unternehmer, personell, auch finanziell, und muss dann irgendwo anfangen. Also ich persönlich habe immer schon eine ziemliche Vorliebe zum Beispiel für Blogs gehabt. Weil Blogs ist etwas, das einerseits relativ einfach zu pflegen ist, wo man auch mit mehreren Leuten dran arbeiten kann, und was zum Beispiel sehr gut auch geeignet ist als Karriereblog oder als CEO-Blog, übrigens auch im Karrierebereich sehr interessant, also der Chef-Blog dann, wo man sehr schön nach außen darstellen kann, wir sind ein offenes, transparentes Unternehmen. Wir haben was zu sagen, und man kann da wirklich also ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, kann Interviews führen, kann mit Mitarbeitern reden, man kann Videos, also die ganzen Medienformate da einstellen, Podcasts und all diese ganzen Dinge. Aber wenn ich es richtig verstehe, dann muss der Chef muss ja schon dann ein bisschen
affin sein, ja, so offen zu sein, oder? Ja, natürlich. Also in einer der grundlegendsten Voraussetzungen, überhaupt Social Media zu machen, und das gilt jetzt nicht nur fürs Personalbereich, sondern auch fürs Marketing, ist natürlich die Unternehmenskultur. Also wenn die Unternehmenskultur eher, ich sag mal, eher konservativ ist, also das hat man sehr viel bei alten familiengeführten Unternehmen, dann ist es sehr schwierig. Also konservativ meine ich, man ist nicht bereit, sehr viel rauszugeben an Informationen, man möchte sich nicht darstellen. Ich sage immer so ein bisschen die Hose runterlassen, bildlich gesprochen. Ja. Aber man muss schon natürlich ein bisschen extrovertiert sein als Unternehmen. Und wenn man das nicht möchte, wenn man sagt, ich möchte lieber den klassischen Weg, Pressemeldungen und dies und jene machen, ist man für Social Media falsch. Und wenn, ganz ehrlich, wenn die Philosophie von oben, die Kultur von oben herunter nicht funktioniert, kann auch die Basis es nicht machen, weil dann wird der Chef nie zustimmen. Ja? Ich habe Unternehmen gehabt, wo die Mitarbeiter im Marketing zum Beispiel, wir machen das, ja? Und dann kam dann von oben, ja, wenn ihr aber eine Facebook-Seite macht, dann möchte ich jedes Posting vorher freigeben. Das funktioniert praktisch nicht. Und deswegen ist schon, die Kultur muss da sein, die Bereitschaft im Unternehmen, und letztendlich muss der Chef es auch ein bisschen vorleben. Der McDonald's-Personalvorstand, der oberste Chef in Deutschland, hat ein eigenes Blog. Okay. Das Blog heißt Employer Branding Blog. Okay. Und es ist eins der besten Personalblogs überhaupt in Deutschland. Okay. Er schreibt selber, er schreibt in der Ich-Form, er stellt es selber vor und er schreibt total klasse und unverblümt über die Dinge, die in seinem Unternehmen im Personalbereich sind. Da wird auch Kritik geübt, auch Selbstkritik. Mhm. Er holt sich Mitarbeiter rein, die er zum Beispiel interviewt oder als Gastautoren hat. Da war zum Beispiel letztens ein Trainee, der mal erzählt hat, wie so das im Unternehmen ein Trainee-Programm abläuft. Er spricht auch Dinge, die nicht gut laufen oder gut laufen, an. Also es ist wirklich auch ein sehr interessantes Blog. Wirklich regelmäßig zu lesen, wenn man im HR-Bereich ist. Und das ist natürlich Employer Branding pur, wenn der Chef oberste schon mitmacht und sagt, ich blogge hier. Jetzt befürchte ich, dass kleine Mittelständler da ein bisschen Angst vor haben und sich nicht so extrovertiert nach außen darstellen wollen. Was wäre für die der nächste Schritt? Das ist ja auch vielleicht eine Entwicklungsphase. Es hängt natürlich wirklich davon ab, was zum Beispiel schon vorhanden ist. Also wenn ein Xing-Profil und ein Basisprofil oder Bewertungen schon bei Kununu da sind, kann man die natürlich ausbauen. Das ist ja schon mal das, was vorhanden ist. Wenn es vielleicht schon eine Karriereseite gibt bei Facebook, muss man die nicht ignorieren, könnte man auch machen. Vielleicht gibt es auch schon die ersten Videos, dass man sagt, okay, ich habe da vielleicht schon mal ein Image-Video gemacht, dann kann man sich einen YouTube-Kanal noch weiter ausbauen. Also das hängt natürlich immer vom einzelnen Unternehmen, vom einzelnen Fall ab. Aber grundsätzlich sollte man natürlich klein beginnen, nicht alles gleichzeitig machen, eben gucken. Xing ist eigentlich sehr, sehr wichtig mittlerweile. Mhm. Also mit einer Unternehmensseite, auch, dass der, sagen wir, der Geschäftsführer auch auf Xing ist, die Unternehmensprofile, Xing hatte bis vor einem Jahr oder bis Mai dieses Jahres, hatten die mehrere Möglichkeiten. Einfaches Profil oder ein richtig teures, das ist dann das Employer Branding Profil, das dann gekoppelt ist mit Kununu und das dann aber leider auch schon, ich weiß es nicht genau, 300-400 € im Monat kostet. Aber das wäre dann, sagen wir mal, eher was schon für ein größeres Unternehmen. Jetzt für mein Lieblingsunternehmen, Maschinenbauer, der 50 oder 100 Mann hat, der wird sagen, das ist mir jetzt, das erschlägt mich. Was aber auch immer vergessen wird, ist die eigene Webseite und da eigentlich ganz speziell die Karriereseite. Mhm. Also man sollte selbst als Mittelständler, als kleiner Mittelständler überlegen, ob man sich, wenn man zum Beispiel regelmäßig Jobs ausschreibt, ob man nicht eine eigene Karriereseite anlegt. Mhm. Wo man, oder zumindest einen Karrierebereich auf der Webseite explizit ausweist. Und da gibt es zum Beispiel ganz besondere Anforderungen daran. Da muss man dann auch wieder die Jobs natürlich. Dann soll man aber auch dem Bewerber Argumente bringen, warum man sich da bewerben will. Gesicht zeigen, hier ist der Ansprechpartner, Personal, kannst dich immer anrufen. O-Töne wollen die Leute sehen aus dem Unternehmen, also sprich zum Beispiel Videos, kleine Videos, die 2-3 Minuten von irgendeinem Mitarbeiter, die dann da was erzählen. Okay, also nicht einfach nur wir haben einen neuen Job hier, bewerbt euch, sondern ein bisschen mehr, damit es Spaß macht zu sehen, wie läuft das denn intern auch wirklich bei euch dann ab. Weil faktisch ist es so, dass diese Karriereseite die Anlaufstelle aller Social-Media-Aktivitäten sein sollte, also quasi der Dreh- und Angelpunkt. Ja, weil es ist so, egal ob sie Xing sind, ob sie Facebook oder Twitter nehmen, die Leute bewerben sich ja nicht da,
sondern die mussten sich irgendwo, muss ein Bewerbungsprozess gestartet werden. Und Ziel, ob sie nun jetzt eine Facebook-Seite machen oder ein Xing-Profil, ist eigentlich immer, den irgendwo hinleiten, nämlich idealerweise auf die Karriere-Seite, wo er dann zum Beispiel ein Bewerbungsformular, dass er sich da bewerben kann. Deswegen ist die eigentlich wichtig. Und vor allen Dingen noch ein Punkt, diese Seite muss auch für Mobilgeräte geeignet sein. Das heißt, es muss auch auf dem Tablet und auf dem Smartphone darstellbar sein, was auch viele dann vergessen. Um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, was glauben Sie denn, was ist der Aufwand, den ich in Social Media stecken muss, wenn ich kleineres, mittleres Unternehmen habe und da mehr machen will? Wie muss ich mir das vorstellen? Soll der Geschäftsführer das machen? Wie weit brauche ich eine Social Media Guideline? Wie ist da Ihre Einschätzung? Also erstmal ganz klar, Social Media ist grundsätzlich zeitaufwendig. Also das, ja. wenn man das meint, man kann das so ein bisschen nebenbei machen, dann ist man falsch. Also es kostet einfach Zeit. Und es ist natürlich, weil es eben auch von Menschen gemacht werden muss. Ne? Klar, wenn man natürlich klein beginnt. Also dass ich auf Xing, ja, dass ich schaue, dass meine Website vernünftig ist, da habe ich dann schon eine gute Basis. Da hat man eine Basis, die nicht so aufwendig ist. Wenn ich natürlich einen Punkt größer werde und zum Beispiel sage, ich gehe jetzt auf Facebook und mache da eine Karriereseite, die ist natürlich deutlich zeitaufwendiger. Ja, also da muss man schon 3 bis 5 Mal die Woche irgendwas schreiben, aber damit ist es ja nicht getan. Man muss eine Redaktionssitzung halten, man muss ein Redaktionsteam aufbauen, einen Plan machen, man muss die Themen festlegen und das nicht nur für eine Woche, sondern auch schon mal für 3, 4 Wochen. Es muss sich jemand drum kümmern. Das wird dann deutlich zeitaufwendiger. Wenn ich natürlich Videos dazu nehme, die müssen produziert werden, dann gehen wir natürlich auch schnell von den monetären Werten her, auch schnell in den vierstelligen Bereich rein. Also dann wird der Aufwand natürlich auch größer. Und ich muss ja auch die Inhalte liefern. Ja, genau. Ich darf ja nicht nur einfach nur Werbung posten, weil was einige machen, was ja nichts bringt eigentlich. Ne? Welche Risiken sehen Sie, wenn so ein Unternehmen mit Social Media anfängt? Was kann richtig schief gehen, außer dass es vielleicht nicht funktioniert und ich Geld versenkt habe? Es gibt mehrere Kategorien von Risiken. Das erste Risiko ist nämlich durch das Nicht-Tun, gar nichts tun. Ja. Ja, da habe ich irgendwann den Kontroll- und Einflussverlust, nicht mehr mitbekomme, wo kritisiert wird auf Kununu und überall. Wenn ich nichts tue und mich nicht drum kümmere, dann habe ich da auch keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Ja. Ja, irgendwann bekomme ich auch einen Imageverlust. Weil man findet mich einfach in den sozialen Netzwerken als Unternehmen, nicht als Name, als Marke. Dann bin ich auch nicht interessant und dann kommen auch irgendwann die Bewerber nicht. Und es kann sogar so weit hingehen, dass Mitarbeiter merken, dass man sich gar nicht mit sozialen Netzwerken beschäftigt. Zum Beispiel auch dann komplett rigoros die Nutzung von sozialen Netzwerken verbietet, was ja auch noch so ein Problem ist. Ja, ja. Dann gehen. Also Personalverlust, das ist dann das Risiko für nichts machen. Also das geht eigentlich schon so weit rein, dass ich sage, eigentlich will ich halt meine Mitarbeiter halten und die Mitarbeiter dadurch, dass ich es ihnen zu stark reglementiere, dass sie überhaupt nicht in die Sache rein, dass sie sagen, also das ist nicht mehr up to date, unser Unternehmen, da möchte ich nicht weiterarbeiten. Genau. Genau. So, und wenn ich jetzt mitmache, dann habe ich letztendlich einmal immaterielle Schäden. Das sind dann eben zum Beispiel Image-Schaden, wenn ich, wenn es nicht funktioniert. Also Image-Schaden, da gibt es viele Beispiele, zum Beispiel auch von großen Konzernen, die Videos gemacht haben, die angeblich super toll waren, wo innovativ war und die sind sowas von verrissen worden. Das ist unglaublich. Zum Beispiel, wenn ich mich rechne, dieser BMW-Rap. Ja, da hat BMW ein Rap mit jungen Leuten erstellt als Bewerbervideo und so. Und das ist so verrissen worden, weil ein Rap nicht zur Marke BMW passt. Und es gibt natürlich auch materielle Schäden, das darf man auch nicht vergessen. Wenn natürlich zum Beispiel ein Mitarbeiter irgendeinen Rechtsverstoß begangen hat, beispielsweise er hat Geheimnis verraten, was hätte nicht verraten werden dürfen von einem neuen Kunden, oder er hat vielleicht irgendwie Urheberrecht verletzt, dann hat man natürlich auch juristische Kosten am Hals. Das ist ja ganz interessant, ne? Welche Art von Social Media Guideline, wenn überhaupt, braucht denn dann ein Unternehmen? Wie regelt das am besten? Ich habe die Social Media Guidelines verglichen mit dem Leitplanken auf dem Social Media Highway. Also man darf tatsächlich nicht mehr als Rahmenbedingungen setzen, als Führungsleitlinien, so kann man das sagen. Man darf nicht ganz konkret alles reglementieren und man soll auch keine Verbote aussprechen, also dass man tut nicht, ja, sondern man soll es positiv formulieren und soll dann eben da Rahmenbedingungen setzen. Zum Beispiel muss da drin stehen die Motivation. Wir unterstützen Sie bei dem, wenn Sie Social Media machen, stehen wir hinter Ihnen. Oder Verhalten als Mitarbeiter,
unseres Unternehmens haben Sie sich, ich habe hier ein paar Notizen, ehrlich, authentisch, respektvoll, höflich zu verhalten. Denken Sie daran, dass Sie unsere Marke vertreten. Ja? Da kann man aber nicht schreiben, wenn der so und so das schreibt, dann tu das und das. Das muss der Mitarbeiter natürlich selber empfehlen. Ne? Also eigentlich ist es so, wie ich mich auch in der Öffentlichkeit normal verhalten würde. Ja, das sagt man ja immer, ne? Eine Etikette generell, aber das ist zu allgemein. Ja, das ist, vor allen Dingen, es gibt auch ein paar, die das ja dann trotzdem nicht beherzigen. Also man muss es schon formulieren. Wir haben recht, so sollte man gesunder Menschenverstand, nennt man das auch. Ne? Aber man muss es schon reglementieren, also dann formulieren, damit derjenige das auch beachtet. Was ist Ihr wichtigster Tipp für so einen Unternehmer und Manager, damit er mit seinem Unternehmen im Social-Media-Bereich erfolgreich sein sollte? Worauf sollte er unbedingt achten? Also erstmal der erste Tipp wäre für mich, man soll es einfach mal machen, ohne Angst zu haben. Diese teilweise typisch deutsche Denke, um Gottes Willen und Risiken und ich weiß nicht und ich bin nicht sicher, einfach mal fallen lassen, sondern einfach mal sagen so, wir machen das jetzt vernünftig und wir wollen mal was tun. Das ist schon mal der erste. Und der zweite Punkt ist, der ganz wichtige Tipp ist, man muss als Unternehmen dann authentisch sein, offen sein, zeigen, was man kann, zeigen, was man zu bieten hat und erzählen. So, ich sage immer, der Blick hinter die Kulissen, also ein Nähkästchen plaudern, das ist das, was die Leute sehen wollen. Die wollen keinen Werbe, die wollen den wirklichen Menschen oder die Menschen hinter dem Unternehmen sehen. Ganz genau. Die Zeiten von Hochglanzbroschüren und Flyern und tollen gestalteten Webseiten sind vorbei für diesen Bereich. Wunderbar. Herzlichen Dank, Herr Beermann. Ja, bitteschön. Und dann bis demnächst. Ja. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Soweit mein Interview mit Frank Beermann. Die Links zu Frank Beermanns Webseite und seiner Agentur ConPublica, wie auch zu seinem Buch Social Media im Personalmanagement, finden Sie wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Die Shownotes finden Sie unter www.mehrführen.de/podcast023. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. In meiner nächsten Podcast-Folge von Führung auf den Punkt gebracht, beschäftigen wir uns mit dem Thema Konsequenz. Egal ob in der Kindererziehung, ob beim Selbstmanagement oder bei der Mitarbeiterführung. In allen möglichen Ratgebern findet man die Anweisung, doch konsequent zu sein und konsequent zu handeln. Das ist aber gar nicht so einfach. Wie bekommen Sie es hin, im hektischen Führungsalltag wirklich konsequent zu sein? Ich zeige Ihnen, wie das geht und welche Tipps es da gibt, um dahin zu kommen. Ich hoffe, Sie sind dann wieder mit dabei. So, und zum Schluss wieder das inspirierende Zitat, diesmal von Franz Luwein. Erstklassige Männer stellen erstklassige Männer ein. Zweitklassige nur drittklassige. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.